Herzlich willkommen im Freundin finden Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst, ohne dich zu verstellen oder zu irgendeinem Macho-Alpha oder irgendein Arsch zu werden, sondern für die Männer mit Herz. Mit dabei unser Experte für Selbstbewusstsein, Dominik van Aave. Herzlich willkommen, Dominik. Yes, und in dieser Folge geht es ganz besonders darum, wenn du immer wieder am gleichen Problem hängst, wenn du vielleicht irgendwie nicht mal zum ersten Date kommst, nicht mal zum zweiten Date, was auch immer, und du immer wieder am gleichen Problem scheiterst, in dieser Folge werden wir dir ganz genau verraten, woran es liegt und was genau du tun kannst, vor allem welchen Switch du umlegen darfst und kannst, heute schon in dieser Folge, nach dieser Folge, um genau zu deinem Ergebnis zu kommen, um vielleicht sogar eine langjährige Beziehung aufzubauen mit einer bestimmten Frau, die du gerne ansprechen möchtest. Und das werden wir nicht unbedingt wir, Andi und ich, dir erzählen, sondern Andi hält nämlich gerade auch ein Foto in die Kamera, nämlich von dem guten Michael. Das ist er. Der heute hier für dich dabei ist und anhand seiner Geschichte genau dir zeigt, was du zu tun hast, was du tun kannst. Und ich würde sagen, lass uns direkt starten. Richtig, denn das ist ja der Freundin finden Podcast. Und wer wäre dazu besser, dir zu erklären, wie du eine Freundin findest, die richtige findest, als ein Mann, der die richtige gefunden hat. Und genau das hat Michael geschafft. Wie er das geschafft hat, das waren nicht nur Tipps, die er hier von uns bekommen hat, sondern das waren vor allem ganz konkrete Erkenntnisse und auch sehr konkrete Tipps, die er dir heute mitgeben möchte. Also, lass uns loslegen, wie du gesagt hast. Es ist bei mir damals immer wieder ein ähnliches Muster aufgetreten, wenn ich mit Frauen versucht habe, in eine Beziehung zu treten. Und es gab kurz bevor ich das Coaching angefangen habe, auch wirklich nochmal eine konkrete Auslösersituation, wo ich ein Verhältnis mit einer Kommilitonin damals angefangen habe und ich mich da emotional auch ziemlich drin verstiegen habe, weil ich fand sie halt einfach großartig, fand sie toll. Die Dates waren großartig, wo wir dann letztendlich auch im Bett gelandet sind, war auch der Hammer. Und ich hatte mir damals dann einfach auch aus dieser Situation heraus, weil ich nicht so der Schürzenjäger war, sondern halt immer auch eine emotionale Beziehung gerne mit einer Frau eingehen wollte, hatte ich mir damals dann auch mehr gewünscht. Und dazu ist es dann leider nicht gekommen. Und diese Situation war für mich einfach nochmal ein Beispiel von vielen anderen Situationen, die so über mein Datingleben hinaus relativ ähnlich verlaufen sind, wo es dann einfach einen Punkt gab, wo ich irgendetwas falsch mache, wo ich nicht genau wusste, wo ich damals mit dem Finger drauf zeigen sollte. Und dieses Nichtwissen brachte mich dann immer wieder in diese Situation, was für mich dann letztendlich auch unheimlich frustrierend war, weil ich für mich wusste, okay, es liegt an mir definitiv, ich weiß nur nicht, was ich dann in dieser Situation immer wieder falsch mache. Und das war für mich dann der letztendliche Auslöser zu sagen, okay, da reicht es nicht einfach mal ein paar Artikel zu lesen, sondern da brauche ich an der Stelle wirklich mal persönliche Unterstützung. Es ist ja oftmals so, dass wir einfach natürlich halt diesen blinden Fleck haben, aber dann immer wieder so das gleiche Problem bekommen und wir bekommen immer die gleichen Probleme vom Leben gestellt, bis wir sie lösen, bis der Schmerz groß genug ist. Und leider ist halt oftmals so, dass wir sagen so, ja, so schlimm ist es gerade nicht oder passt schon, wird schon besser oder so, wir verschließen so die Augen vor eigentlich dem Schmerz, der da ist. Dabei ist das Beste, was wir machen können, eigentlich sofort so, dass wenn das zweite Mal spätestens eine Situation auftritt, dass wir dann schon uns den Schmerz so groß machen, und dann danach handeln, also ganz bewusst den Schmerz groß machen. Also im Englischen sagt man ja dann auch zum Beispiel, also wenn eine Sache das erste Mal passiert, dann ist es ein Incident. Wenn es das zweite Mal passiert, dann ist es ein Co-Incident. Also im Deutschen sagt man dann Zufall. Also im ersten Mal ist es dann ein Fall, im zweiten Mal ein Zufall. Und beim dritten Mal ist ein Muster. Und beim dritten Mal ist halt so, ja, absolut, hier hast du was. Und deswegen ist halt gut, beim zweiten Mal halt schon mit größerer Vorsicht zu agieren oder mit größerer Sorge für sich selber zu agieren und zu sagen, okay, das ist doch letztes Mal auch schon passiert, was ist gleich? Damit wir uns da schon den Schmerz größer machen, damit wir beim nächsten Mal erstmal sowieso achtsamer werden, aber allerspätestens beim dritten Mal, da wissen wir haben ein Muster und dann sollten wir eigentlich schon handeln, bevor der Schmerz so groß wird, dass wir nur noch handeln können. Weil es geht ja, also Menschen sind faszinierende Wesen,
Menschen verändern sich ja nicht. Menschen verändern sich immer nur dann, wenn sich nicht zu ändern die unbequemere Option ist. Und daher ist halt so, ne, so im Prinzip genau das, was dir dann passiert ist. Boah, kann doch nicht sein. Jetzt schon wieder. Okay, es muss irgendwie an mir liegen. Und ja, genau das. Wie hast du denn erkannt, dass es für dich so ein hier muss ich was verändern Punkt war? Hat sie sich gegen dich und dann irgendwie für jemanden entschieden, wo du dachtest, der ist besser als du oder irgendetwas, was dir nochmal so einen extra Kick gegeben hat? Oder wie kam diese Erkenntnis, von der Dominik gerade gesprochen hat? Das, was du erwähnst, ist auf jeden Fall ein Teil davon. Also es herrschte sowieso schon eine gewisse Unzufriedenheit und eine gewisse Unsicherheit in solchen Situationen auch, weil es eben meist nicht zu meiner Zufriedenheit ausgegangen ist oder ich auch nie das Gefühl hatte, da irgendwie eine Kontrolle drüber zu haben, eine gewisse Kontrolle über die Situation. Und dann in der Situation, die du jetzt ansprichst, ja, da gab es das tatsächlich. Da ist sie dann mit jemand anderem von der Universität geendet, in Anführungszeichen. Also wir haben uns erst getroffen und es war alles sehr intensiv und geschrieben, getroffen, alles sehr, sehr intensiv. Und dann wurde das aber weniger und brach auch nach relativ kurzer Zeit ab. Und dann war das halt jemand von der Universität, das ich direkt da mit beobachten konnte, weil wir halt eine relativ kleine Community waren. Und das war halt jemand von dieser Kommilitonen- und Professoren-Community, in der ich mich damals bewegt habe. Und dann habe ich das halt relativ schnell mitgekriegt. Aha, okay, die beiden sind jetzt da fest zusammen, haben eine Beziehung miteinander begonnen, wo ich dann, ja, das für mich natürlich auch nochmal gespürt habe, dass ich mich da herabgesetzt gefühlt habe an der Situation. Wie hast du erkannt, dass du das nicht selber lösen kannst? In der Form, in der dieses Muster in einer gewissen Form immer wieder aufgetreten ist, dass ich zu einer Stelle komme, wo ich sage, ich weiß jetzt nicht, was ich da genau machen soll, was ist da jetzt richtig. Ich habe diese Frustrationssituation, dass ich mir sage, ich hätte mir hier was anderes erhofft, ich hätte hier mehr gewollt mit der Frau, dass ich das schon sehr häufig in meinem Leben erlebt habe und schon immer, solange ich denken kann, auch einfach unzufrieden war mit dieser Situation. Ich hatte zwar vorher dann auch schon Freundin und Verhältnis und so weiter, aber gemessen an dem, wo ich auch noch hätte etwas erreichen können oder eine Beziehung eingehen können mit einem Menschen, den ich toll finde, waren die Erfolgssituationen doch sehr, sehr gering und immer irgendwie so zufallsbehaftet. So nach dem Motto, okay, da habe ich jetzt Glück gehabt, dass das gut gegangen ist, aber so nach dem Motto, dass ich da selber wirklich Herr der Situation bin, das Gefühl hatte ich nie. Und es war immer dann eher ein Ohnmachtsgefühl in der Situation, wo es schiefgegangen ist. Das hat mich sehr oft schon gestört. Ja, der Faktor Zufall. Dieses, dass wenn dann es endlich klappt mit einer Frau, dass du das dann auf gar keinen Fall verbocken möchtest, weil es halt, wie der Zufall so will, mag diese Frau dich. Und das passiert halt sehr selten, dass eine Frau sich dann für dich entscheidet. Deswegen müssen wir dann unbedingt an dieser Frau festhalten. Und dieses Gefühl, dass wir nicht Herr der Lage sind, dass wir nicht die freie Auswahl haben zwischen den Partnerinnen, die wir gerne hätten, sondern wir dann eben sofort zuschlagen müssen, wenn eine Frau sich für uns interessiert, die einigermaßen vielleicht passt oder vom Aussehen her passt oder vielleicht du das Gefühl hast, dass dass du sonst niemand Besseren bekommen könntest. Das ist so gang und gäbe, dieses Gefühl. Ist einer der Hauptgründe, wieso Männer zu uns kommen. Ne? Dass sie das Gefühl haben, ich habe einfach nicht selber die Auswahl. Und diejenigen, die ich will, die bekomme ich nicht. Und diejenigen, die ich nicht will, die wählen mich dann eben aus. Und von denen, ja, die Beste wird dann meine Partnerin. Das Blöde daran ist, dass wir natürlich unser Kernproblem, also dass wir keine emotionale Unabhängigkeit kultiviert haben, dass wir kein wahres eigenes Selbstbewusstsein oder sogar die Selbstliebe entwickelt haben, dass wir sagen, ich habe auch etwas Besseres verdient, dass wir das in dieser Beziehung selten kultivieren und dass es dann dazu führt, dass wenn dann irgendwann diese Beziehung auseinanderdriftet, häufig aus dem Grund, dass sie dann irgendwann merkt, Mann, der Mann, der klammert so sehr an dieser Beziehung, der verliert sich selber
der gibt sich keine Mühe, dieser unabhängige Mann zu bleiben, selbstbewusste Mann zu bleiben. Er gibt vielleicht seine Freunde auf, seine Hobbys auf und noch weitere Dinge. Dann verliert sie irgendwann das Interesse in der Beziehung. Und das ist natürlich dann umso mehr, es setzt diesen Trudel in den Abgrund einfach umso mehr fort, wenn du dann das Gefühl hast, toll, selbst diese eine Frau, die mich wollte, will mich jetzt nicht mehr. Wo zum Geier fange ich jetzt an? Und dieser Frust ist dann halt, ist meistens so ein Breaking Point, wie du ihn auch vorhin genannt hast, Dominik. Da ist ja dann noch mehr so Resentment, was ist in Deutsch drin? Also ein Wiederkauen quasi der Probleme, die dann entstanden sind, im Sinne von, okay, jetzt habe ich ja so viel für sie aufgegeben. Ich habe ja extra schon nicht meine Freunde getroffen, die sie vielleicht gar nicht mochte oder nicht so gerne mochte oder was auch immer. Die habe ich ja dann schon weniger getroffen. Oder ich habe doch so viel Zeit mit ihr verbracht und trotzdem will sie nicht mit mir irgendwie weiter zusammen sein oder trotzdem hat sie die Beziehung beendet. Das kann doch nicht wahr sein. So, ich mache ja alles falsch oder beziehungsweise anscheinend kann ich Frauen ja überhaupt nicht zufriedenstellen. Und das ist halt so dieses klassische, das hatten wir auch gestern im Mindset-Call so das Thema. Wie denken Männer, wie denken Frauen? Und Männer denken halt eher so A, B, ich gehe gerade von A nach B drauf zu. Und das ist halt so das logisch-rationale, linkshirnische Denken. Und Frauen sind halt eher so in der rechten Hemisphäre, also mehr in den Emotionen. Und wenn eine Frau von A nach B möchte, also das Weibliche, nicht jetzt per se die Frau, sondern das Weibliche, das emotionale Denken, dann ist das halt eher so auf und ab und so. Also hier ist A, hier ist B und ich gehe dann halt nicht die gerade Linie, sondern so diesen hier. Einfach so auf und ab und Hinz und Kunz und dann gehe ich zwischendurch zu Z und zu J und vergesse, dass ich überhaupt zu B wollte. Und das sind einfach zwei verschiedene Sprachen, die wir miteinander vereinen müssen da an der Stelle. Und das verstehen wir dann halt oft nicht in den Beziehungen, wenn wir sagen so, okay, sie hat doch gesagt, zum Beispiel, also weiß nicht, ob das bei dir, Micha, auch dann oftmals in dieser Situation dann war, aber sie hat doch gesagt, sie möchte mehr Zeit mit mir verbringen. Okay, dann cancel ich alle Termine so und verbringe mehr Zeit mit ihr. Oder sie sagt, wie schön es gerade ist. Okay, dann cancel ich alle Termine und verbringe mehr Zeit mit ihr. Und das ist anscheinend auch nicht gut genug. Und das ist so, das ist halt auch so das, was die Schöne und das Biest ist halt ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür. Das Biest ist halt sehr interessant für die Schöne, für wie hieß sie noch, Belle oder so, weil er halt so ungezähmt ist, aber sie macht ihn halt dann zu einem aalglatten Prinzen und da hört das Märchen dann auf, aber es ist eigentlich genau das, was halt so interessant an einem Mann eigentlich ist, dass er sein eigenes Ding macht, halt quasi das Biest ist und einfach genauso ist, wie genauso bleibt, also der ungezähmte Mann bleibt, den die Frau kennengelernt hat und ungezähmt kann sie jetzt mit anderen Variablen oder anderen Adjektiven austauschen. Aber was wir halt oftmals sehen zum Beispiel ist halt, dass also Männer, die dann zu uns kommen, zum Beispiel nach einer Scheidung, die sagen dann, oder die zeigen dann halt auch so irgendwie, die Frau hat mich so und so kennengelernt, zum Beispiel jetzt mal übertrieben, ich habe immer Anzüge getragen und jetzt irgendwie, dann waren wir ein Jahr zusammen und ich habe nur noch in Jogginghose rumgehangen. Und das ist halt dann nicht mehr der Mann, den sie kennengelernt hat. Ja. So, das ist halt dann, ist dann zwar gemütlich für die erste Zeit, aber das ist dann so und schön und die gemeinsame Zeit ist schön und das ist auch alles gut. So, wenn man verliebt ist, soll man auch verliebt sein und so. Das ist cool. Aber wenn wir uns als Mann dann einfach so sehr ändern, so sehr verändern, dann ist das einfach ein anderer Mann, den die Frau kennengelernt hat, in den sie sich verliebt hat. Und dann ist es halt auch kein Wunder. So, dass, ja. Würden wir als Kunde bei einer Firma auch machen. So, das Produkt hat sich verändert. Ich möchte das zurückgeben, bitte. Ja. Ich sag dir noch einen Grund, wieso das so häufig passiert. Ja, bitte, Michi. Das ist ja umgekehrt auch genauso. Kann man sich als Mann ja auch sehr gut vorstellen. Wenn das nicht mehr die Frau ist, in die man sich mal verliebt hat, ist ja umgekehrt genau das Gleiche. Nur wenn man halt in der Rolle steckt, dann merkt man das nicht unbedingt so direkt, ja. Als wenn ich von außen auf andere drauf schaue. Ja. Ja, und ich sag dir auch ganz genau, wieso du das als Mann, der sich dann in dieser Abhängigkeit befindet und sich dann für diese Frau entscheidet, die ihm eigentlich nicht gut tut, wieso du das nicht bemerkst in diesem Moment. Wenn du von Beginn an nicht unabhängig dich für diese Beziehung entscheidest, wenn du also einen Mangel hast, einen Mangel an Zuneigung, Liebe, Sex und du sagst, ja, sie ist die Einzige, die mir das jetzt geben kann, in dem Maße, wie ich es gerne hätte, dann legen wir unsere Erwartungen
für die Erfüllung dieser Bedürfnisse auf sie. Sie darf dann uns erfüllen. Bei ihr haben wir dann endlich diese Nähe, diese Zärtlichkeit, diese Intimität. Und wenn das dann irgendwann schwindet, aus welchen Gründen auch immer, es können ja auch Gründe sein, die nichts mit dir zu tun haben, einfach weil manchmal der Stress des Lebens dazu kommt, dann passiert etwas, wo emotional abhängige Männer anfangen, alles daran zu setzen, dass sie ihre Partnerin wieder glücklich machen. Und sie versuchen dann, das ist dann der Moment, wo dann Freunde vernachlässigt werden, wo sie dann alles der Partnerin versuchen, recht zu machen. Und sie suchen dann auch die Schuld bei sich selber für alles, was schief geht. Weil sie glauben, dass sie für das Glück ihrer Partnerin verantwortlich sind und die Partnerin dann dadurch vielleicht ja, behalten können, retten können, die Beziehung aufrechterhalten können, die Intimität aufrechterhalten können, die vielleicht ebenfalls seit Monaten schon flöten gegangen ist. Und warum das aber nicht hilft, ist A, natürlich, weil wir sind für unser eigenes Glück erstmal selber verantwortlich und B, weil sie schon mit dieser Prämisse in die Beziehung gestiegen sind. Sie sind von Anfang an mit der Erwartungshaltung reingegangen, bitte mach mich glücklich. Ich habe niemanden, mit dem ich schlafen kann, mit dem ich Zärtlichkeit, Intimität austauschen kann. Du bist meine Rettung. Das ist auch immer wieder, wenn Männer sich bei uns bewerben in der Charisma-Analyse und dann sagen, Andi, pass auf, ich will sofort mit dem Coaching starten, alles läuft super. Und dann nach einigen Wochen lernen sie dann eine Frau kennen und sagen so, oh, das ist super toll, ich habe sie jetzt endlich kennengelernt, ich brauche das Coaching nicht mehr. Und wie oft wir dann diese Gespräche mit diesen Männern führen, dass wir sagen, schau mal, das Ziel des Coachings war vordergründig für dich natürlich eine Partnerin zu finden, weil das der offensichtlichste Mangel war. Aber du hast während dieser Reise ja gemerkt, der eigentliche Mangel war im Selbstwert, in deinem eigentlichen Gefühl von Selbstwert, weswegen du auch keine Partnerin gefunden hast, weswegen du nicht auf Frauen zugegangen bist, weil du die ganze Zeit Angst hattest, abgelehnt zu werden, weswegen dann, wenn die Frau Interesse gezeigt hat, du dich dann sofort auf sie gestürzt hast und keinen Fehler mehr machen wolltest und so weiter und so fort. Jetzt, wo du eine Partnerin hast, ist dieses Problem jetzt gelöst oder nicht? Und in 4 von 5 Fällen ist dieses Problem erstmal nicht gelöst. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass du daran weiterarbeitest, deine eigene Selbstliebe zu kultivieren, deinen eigenen Selbstwert zu steigern, deine Unabhängigkeit nicht einfach nur als temporären Zustand, der mir geholfen hat, in die Beziehung zu sehen, so als Sprungbrett. Ich habe das nur kurz gebraucht. Das war wie so ein Booster, wie so ein Energy Drink. Und damit habe ich jetzt Energie gehabt und jetzt habe ich die Beziehung. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Das ist die falsche Sicht auf diese Sache. Weil die Frau kann dir nicht das geben, was du so sehr brauchst und was dir fehlt. Das muss von innen herauskommen. Und wenn wir das von innen heraus nicht selber erkennen, dass wir das uns selber geben müssen, dann suchen wir von Anfang an auch eine Partnerin aus, die uns diesen Wunsch erfüllen soll und wo wir dann auch die Erwartung haben, dass wir verantwortlich sind für ihr Glück und ihre Zufriedenheit. Und wenn das dann schwindet, dann fangen wir an, uns selber zu verraten und wir lassen alles links und rechts liegen, um sie glücklich zu machen. Und das kann einfach nicht funktionieren. Das passiert immer und immer wieder. Ich habe noch eine Frage zu deinem Entscheidungsprozess. Wie hast du denn dann uns gefunden? Wie hast du das Coaching-Team gefunden? Und wie bist du dann zu uns gekommen? Naja, letztendlich habe ich eine Werbung auf Facebook gesehen. Und zwar eine relativ persönliche Werbung, weil Andy, du und ich, wir uns ja aus dem Studium locker kannten. Das heißt, wir waren damals auch Facebook-Freunde. Und ich habe in der Situation, wo ich gerade so diesen Frust auch gespürt habe, da hast du quasi optimal deine Werbung in diesen Slot gesetzt, weil das, keine Ahnung, das war so 3-4 Wochen später, habe ich dann von dir diese Anzeige gesehen, dass du Coaching machst. Und da habe ich mir gedacht, nachdem ich dich kenne, so locker und dich ein bisschen einschätzen kann, habe ich mir gedacht, okay, da ist ein gewisses Vertrauensverhältnis da. Und da probiere ich das jetzt mal, weil zu irgendjemandem zu gehen, den ich jetzt nicht gekannt hätte, das wär für mich eine größere Überwindung gewesen, weil ich dann auch nicht für mich gewusst hätte, ist das jetzt wirklich ein gutes Investment? Und da war für mich einfach so dieses Vertrauensverhältnis da, dass ich gesagt habe, ja, wenn ich da jetzt investiere, dann kommt da auch was raus, weil Andy kann ich einigermaßen einschätzen und deswegen bin ich dann letztendlich bei dir und auch bei Authentic Charisma gelandet. Mhm.
Hast du dich ein wenig umgeschaut oder war Coaching für dich zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Thema? Und du hast jetzt gesagt, na gut, wenn Andy das macht, dann mache ich das. Ansonsten nicht? Oder gab es auch andere Alternativen, die du in Erwägung gezogen hast? Ich habe natürlich in meiner Recherche da, wenn ich mich mit Coaching auch oder mit diesem großen Ballon, was ja immer als Pickup bezeichnet wird, beschäftigt habe, natürlich gesehen, dass es da auch Leute gibt, die persönlichen Unterricht geben. Nur hatte ich persönlich eigentlich nie vor, zu einem dieser Coaches zu gehen, weil da doch gewisses Misstrauen auch immer da war. Weil ja nicht jeder Coach, der sich Coach nennt, auch automatisch ein guter Coach ist. Und nachdem ich aber deine Werbung gesehen habe, da war dann für mich einfach so dieser Moment, wo ich gedacht habe, da probiere ich es jetzt. Weil das ist quasi eine Chance, habe ich ein gewisses Vertrauensverhältnis und es ist gerade so die Situation, dass ich sage, irgendwas läuft hier verdammt schief, ich brauche einfach eine gewisse Unterstützung. Und deswegen habe ich dann dein Angebot wahrgenommen quasi. Ich hätte zu dem gleichen Zeitpunkt aber keinen anderen Coach gewählt, denke ich. Mhm. Das liegt natürlich in der Natur der Sache. Gott sei Dank hat sich das Ganze auch geändert, dass jetzt die meisten Coaches, die es auch im Internet gibt, die ich zumindest persönlich kenne, wo ich auch sagen würde, dass es kann ich auch meine Hand für ins Feuer legen. Ich weiß, die machen auch gute Arbeit, viele. Ich kann nicht für alle meine Hand ins Feuer legen. Aber das hat sich gewandelt, dass dieses wie du es gerade genannt hast, dieses Pickup-Coaching ist natürlich das hat schon einen ganz, ganz schlechten Beigeschmack, wenn du denkst, okay, es geht darum, Frauen einfach nur rumzukriegen. Was heißt das? Heißt das, dass ich eine Maske aufsetzen muss, dass ich mich irgendwie verstellen muss und so etwas? Und dementsprechend ist dann natürlich auch das Misstrauen gegenüber der Person, die dir das beibringen soll. Weswegen wir ja auch immer wieder ganz klar darüber sprechen, dass Pickup nicht der Weg ist, wo du ganz genau aufpassen musst, dass du eben an deiner eigenen Persönlichkeit arbeitest und nicht an den Masken, an den Sprüchen, an den ganzen extra Sachen, die einen kurzzeitigen Gewinn versprechen, aber langfristig dich nur weiter in die Misere stürzen. Wenn du dann irgendwann merkst, und darüber haben wir auch zuhauf gesprochen, Dominik und ich, wenn du dann irgendwann merkst, das bin ich ja gar nicht. Die Frau liebt ja nicht mich, sondern nur die Maske, die ich aufgezogen habe und die Identitätskrise, die danach folgt, habe ich auch bei einigen dieser Pickup-Coaches auch schon längst gesehen und erlebt. Und das muss einfach nicht sein. So, da gibt es einfach einen kürzeren Weg, einen authentischeren Weg und der existiert auch schon deutlich länger, als es irgendwelche Verführungstechniken gibt. Den gibt es seit Tausenden von Jahren und das ist echtes Selbstbewusstsein, das ist Unabhängigkeit und das ist auch, dass man einer Frau ganz klar sagen kann, wenn man sie liebt, wenn man sie toll findet, wenn man sie heiß findet, wenn man ihre Nummer möchte, wenn man auf sie zugehen möchte, dass man Hallo sagt. So, nicht in der Reihenfolge, bitte in genau der anderen Reihenfolge. Ausprobieren. Ja, genauso habe ich es ja früher gedacht. Ich habe gedacht, zuerst sagen, ich liebe dich und so weiter und so fort. Und dann hat es ja auch nie geklappt. Aber diese Grundregeln, die haben schon immer funktioniert. Was sich geändert hat, ist kulturell. Wann sollte man einer Frau sagen, dass man sie liebt? Definitiv nicht beim ersten oder zweiten Date. Sollte man ihr beim ersten Date Blumen mitbringen? Auch nicht. Solche Dinge haben sich geändert. Aber dass du mutig bist, auf eine Frau zugehen kannst, flirten kannst, deinen Mann stehen kannst, indem du auch Grenzen aufzeigst, aber eben auch ganz klar sagst, dass sie dir gefällt, das war schon immer richtig und das wird sich auch nie ändern. In dem Sinne freut es mich auch sehr, dass du damals die Entscheidung getroffen hast, zu uns gefunden hast. Welches Problem hat denn damals das Coaching dann für dich gelöst? Oder wie hat das Coaching das Problem gelöst? Ich würde gerne noch einen Satz zuvor sagen, mit das, warum ich mich dann für euch entschieden habe. Es war ja dann auch erstmal so eine gewisse Testphase in Anführungszeichen. Und im Laufe dieser Testphase habe ich ja dann auch Dom zum Beispiel kennengelernt oder Pashman kennengelernt. Und hatte dann auch irgendwo das Gefühl, dass das für mich persönlich eben auch passt. Dass eben, wie du schon gesagt hast, Andy, dass nicht diese Techniken da im Vordergrund stehen. Auch wo wir die ersten Treffen hatten, wir beide. Wo es erstmal darum ging, so was ist denn mit deinem sonstigen Leben eigentlich so, dass man danach erstmal gefragt hat, wie bist du denn in anderen Situationen, in anderen sozialen Situationen? Wie kommunizierst du allgemein mit Menschen erstmal nicht mit diesem Dating-Hintergrund alleine, sondern wie ist so dein Selbstwertgefühl in anderen Lebenssituationen? Und das fand ich extrem ansprechend. Du hattest mir damals ja dann auch einige Empfehlungen hinsichtlich von Literatur gegeben, die ich da in diese Richtung lesen kann, wenn ich möchte.
wo ich dann auch noch ein bisschen tiefer da reingefunden habe, das in anderen Worten nochmal beschrieben gefunden habe und mir dann gesagt habe, ja, das ist in einer gewissen Form resultieren dann daraus gewisse Techniken, die das Pickup lehrt. Aber ohne diese Grundierung, dass man wirklich von seiner Persönlichkeit her, von seinem Selbstwertgefühl, wie du auch schon gesagt hast, sich verändert in sämtlichen sozialen Situationen, das, ja, das kann Pickup an sich halt nicht leisten, weil die Techniken sind halt nach 2 Sessions immer noch Maske und fallen in sich zusammen. Ja. Und wie hat dann die Zusammenarbeit mit uns dein Problem gelöst? Vielleicht dort, weil ich möchte natürlich, dass die Zuhörer, Zuschauer sich dort auch wiederfinden können und dort vielleicht von dir auch inspiriert werden, zu erfahren, das ist der Bereich, wo ich noch gar keinen, meinen Blick noch nicht drauf gerichtet habe. Wie hat dann spezifisch bei dir das Coaching geholfen? Gab es einschneidende Momente? Gab es da Momente, Highlights oder auch harte Momente, in denen du ganz klar gemerkt hast, dass sich was verändert und wieso sich jetzt was verändert bei dir? Da gab es so einige Momente, tolle Momente, allerdings auch Momente, wo ich sage, boah, das ist in der Retrospektive auch noch nach wie vor hart, weil wir ja gewisse Dinge einfach auch erstmal ausprobiert haben, so wie Menschen auf offener Straße anzusprechen oder in einem Club, was ich vorher auch nie gemacht hatte, in einem Club einfach mal so zu Frauen oder auch Männern hinzugehen und einfach über irgendeine Situation zu sprechen, völlig unabhängig, einfach zu kommunizieren, ohne dass ich einen direkten Benefit auch aus dieser Situation haben möchte, sondern einfach frei zu mit den Menschen zu sein, wenn das mal so blöd formuliert. Und das war für mich auf jeden Fall eine Überwindung. Ich kann mich erinnern an eine der ersten Sessions, die wir zusammen mal in einer Diskothek waren, wo ich auch den gesamten Abend völlig blockiert gewesen bin und einfach dem Ganzen, wo du gesagt hast, probier mal das, probier mal das, probier mal das, dem nicht nachkommen konnte und dann auch einfach in der Situation völlig frustriert für mich nach Hause gegangen bin, wo ich mir gedacht habe, so, okay, was ist da jetzt wieder das Problem bei mir? Warum geht das nicht? Und dann haben wir das nochmal gemacht und dann aus irgendeinem Grund, mag das Coaching gewesen sein, ging es dann einfach etwas lockerer und dann bin ich zu einer Frau da mal hingelaufen und habe ihr einfach, was war denn das? Habe ihr irgendwie gesagt, so irgendeinen Kommentar auf ihre Kette oder ihr Schmuckstück, was sie anhatte, was wirklich sehr prägnant war im Vergleich zu den anderen, die dort rumliefen, und habe ihr das gesagt und bin einfach weitergelaufen. Wo dann, als ich 2 Minuten später wieder an der gleichen Stelle vorbeilief, ihre Freundin mich am Arm packte, an die Bar zog und meinte, meine Freundin möchte sich gerne noch ein bisschen weiter mit dir unterhalten, und gegangen ist. Siehe da. Das war eine Situation, die ich auch in der Form nie vergessen habe. Da ist nichts großartig draus entstanden danach. Aber so dieses Erlebnis, ich habe einfach etwas in den Raum geworfen. Ich wollte nichts weiter in dieser Situation von dieser Frau. Gut, ich fand sie natürlich attraktiv, aber ich bin da einfach weiter gelaufen. Da sollte nichts weiter draus entstehen. Und dann komme ich zurück und dann, hey, die Frau hat ein gewisses Interesse an dir, weiterhin mit dir zu kommunizieren. Das ist so eine Kleinigkeit aus dem Coaching, was an schönen Situationen hängt. Kurven. Das war das Kurven. Ich erinnere mich jetzt, wo du es erwähnst, dass es das Kurven war, ja. Ja. Ja, ganz kurz, was das bedeutet, wir als Menschen haben meistens ein Ziel. Und dieses Ziel zu verfolgen, das kann uns natürlich ans Ziel bringen. Es kann uns aber auch ganz schön verkrampfen. Es kann uns auch Scheuklappen aufsetzen, dass wir nur noch geradeaus müssen. Und alles andere ist unwichtig. Ich muss dahin, ich muss dahin. Wir wissen, wenn wir verkrampfen, dann läuft es einfach schwieriger. Ne? Und was machen Surfer, was machen Skater? Da geht es nicht darum, dass du schnell von A nach B kommst. Da geht es darum, dass du Spaß hast, dass du Tricks machst, mal hinfällst, mal wieder weitermachst. Es geht nicht darum, in einer geraden Linie ans Ziel zu kommen, sondern dich to enjoy yourself, wollte ich direkt übersetzen, dich zu genießen. Nee, wie sagt man? Ja, dass du Spaß hast, ne? In deiner eigenen Haut. Und das ist Kurven. Kurven bedeutet, wenn du, sagen wir mal, du findest die Frau interessant
und du würdest gerne direkt auf sie zugehen. Und das geht natürlich auch. Ist nicht, dass das nicht machbar ist. Aber manchmal verkrampfen wir uns da und denken dann, oh Gott, wenn ich direkt auf sie zugehe, dann erwartet die ganze Welt etwas von mir. Dann darf ich nicht versagen. Dann darf es nicht peinlich werden. Wer wird mich dabei beobachten? Was ist, wenn sie mich nicht mag? Das kann ich nicht verkraften. Ich kann diese Schmach nicht nochmal ertragen und so weiter und so fort. Ist sie dann überhaupt mein Typ? Will sie von mir nicht gestört werden? 1000 verschiedene Gedanken und wir verkrampfen. Kurven bedeutet, dass wir sagen, nö, das ist gar nicht mein Ziel. Ich habe ein ganz anderes Ziel, so wie du es gemacht hast. Ich habe das Ziel, geradeaus zu gehen an die Bar oder ins Klo. Ne? Das ist mein Ziel gerade. Und ach, nebenbei fällt mir ihre Kette auf, wie es bei dir der Fall war. Und dann gebe ich ihr doch ein schönes Kompliment für die Kette im Vorbeigehen, in der Kurve. Es ist nicht mein Hauptziel. Es ist eine Begleitung auf meiner Reise. Und das verbindet einfach wunderbar die zwei Elemente, von denen ich seit Jahren spreche. Das ist Verehrung und Unabhängigkeit. Du bist nicht verkrampft dabei, etwas von ihr zu brauchen. Du hast sowieso dein eigenes Leben, du hast sowieso dein eigenes Ziel, deine eigene Mission. Aber du bist dir nicht zu schade, nebenbei auch mal Güte zu zeigen, jemandem ein Geschenk zu machen, in die Gebermentalität zu kommen. Und das verbindet es einfach in diesem Moment. Und da hast du eine schöne Erfahrung gemacht, die das Ganze auch immer wieder bestätigt. Nicht immer, natürlich nicht, aber es ist ja auch nicht wichtig, dass es das immer wieder bestätigt. Aber in dem Fall hat es zum ersten Mal bei dir auch so eine Bestätigung gegeben, dass diese Herangehensweise gar nicht so verkehrt ist. Ja, darauf wollte ich gerade eingehen. Also das Ding ist, das kommt schon zurück. Das ist halt die Sache. Also ist halt die Frage so, ob wir das sehen können und wollen, dass unsere Gütigkeit auch zurückkommt, dass unsere Geschenke zurückkommen, oder ob wir halt direkt so immer schauen, so irgendwie kriege ich jetzt gerade für meinen Einsatz was zurück. Weil jetzt in diesem Fall bei dir, Micha, das war also direkt innerhalb von den nächsten paar Minuten ist das passiert, so wurdest dafür direkt belohnt. So. Also das ist nicht unser Fokus, belohnt zu werden für etwas, weil das ist dann die Nehmermentalität. Aber wenn wir in die Gebermentalität gehen, dann sind wir generell jemand, der dankbar ist. Dann sind wir generell jemand, der freundlich ist, der gütig ist, der halt hier und da ein bisschen mehr Trinkgeld gibt und so weiter. So, und das ist alles, also wir machen dann dieser Person vielleicht gerade eine Freude. Also das hätte ja auch zum Beispiel jetzt sein können, so du machst ihr ein schönes Kompliment zu ihrer Kette und du gehst zurück, aber du fühlst dich halt gut dabei, weil du es halt aus Unabhängigkeit, aus Freude, aus Liebe, aus dem einfach so, ich habe ihr ein schönes Kompliment gemacht, das fühlt sich für mich gut an, so aus diesem Gefühl hast du es gemacht und das verändert direkt deine Ausstrahlung, das verändert direkt so dein Magnetfeld, dein Energiefeld, so du hast eine andere Ausstrahlung, weil dein Magnetfeld anders ist, siehst du auch andere Dinge an und es kann dann sein, dass es halt dann vielleicht nicht ihre Freundin gibt, hat so, jetzt in einer alternativen Realität, so jetzt hier, komm mal mit zur Bar, sondern zwei Mädels weiter, die dann gesagt hätten, oh, wer bist du denn? Und da mit dir ein Gespräch begonnen hätten. Oder vielleicht am nächsten Tag, weil du einfach dich immer noch so gut fühlst, am nächsten Tag auf der Straße oder irgendwie gehst gerade irgendwie zum Bäcker und neben dir in der Schlange steht jemand. So, das sind halt die Dinge so, weil wir unsere Realität hin zu Offenheit und Dankbarkeit und Güte ändern, nehmen wir halt auch viel mehr genau diese Situation wahr, wo einfach Menschen auf uns reagieren, mit uns kommunizieren wollen. Und jetzt in dem Fall hat dir das Universum direkt das zurückgegeben. Aber es kommt halt immer auch mehrfach zurück. Das ist halt das Schöne dabei. Und das ist halt so ein Ding, das können wir halt nicht messen. Weil wer misst das schon? So, und alleine das zu messen, ich war jetzt nett, wann bekomme ich das zurück, ist halt schon mal nicht mehr nett sein. So, das ist halt nicht mehr unabhängig sein. Das ist dann direkt so extrem abhängig sein. Aber das ist halt immer die Frage, da haben Anni und ich auch im letzten Podcast gesprochen, so, in welcher Realität willst du leben? So, welche Brille willst du aufhaben? Willst du die Brille aufhaben, so, ich habe jetzt was getan, jetzt will ich aber auch zurück? Oder ich gebe, weil ich in Fülle lebe, weil ich unendliche Fülle, unendliche Liebe in mir habe. Warum soll ich das nicht Menschen geben? So, passt. Das ist ein sehr schöner, sehr schöner Teil, so wie du das genau sagst, Dominik, und du hast jetzt auch nochmal den Begriff Menschen verwendet. Das ist es ja eben, das macht man dann irgendwann nicht nur mit Frauen, so, weil man irgendwas will oder was erreichen will, sondern man überträgt das eben allgemein auf das Zusammenleben mit Menschen und gibt mal hier ein Kompliment und gibt mal dort, wie du sagst, das Trinkgeld, nicht wahr? Also es wird dann einfach zum eigenen Charakterzug und dann verselbstständigt es sich und dann ist es keine Technik mehr, sondern ist es einfach ein sehr, sehr schöner Zug von einer Person, so grundsätzlich zu sein.
Und du hast von dem Ergebnis gesprochen, das dann irgendwann auf dich zukommt. Natürlich ist das ja der Hauptgrund gewesen, weswegen du damals aber auch zu uns gekommen bist, dass du gesagt hast, ich möchte endlich mal weiterkommen als diese 2, 3 Dates oder das Sex, der dann aber trotzdem nicht zu Beziehungen führt. Jetzt sind ja einige Jahre vergangen, seitdem wir zusammen gearbeitet haben. Schon einige Jahre. Und ich habe vorhin das Foto gezeigt. Du hängst ja bei uns hier auch an der Wand, deiner Partnerin. Ich habe dich gefragt, ob du in dieser Podcast-Folge erscheinen möchtest, weil ich ja erstmal dich wieder gefragt habe, wie es geht und so weiter. Und du hast gesagt, ja, alles gut, ich bin mit meiner Freundin zusammen. Und dann habe ich dir die Frage gestellt, würdest du denn sagen, dass dir das Coaching dabei geholfen hat, deine Partnerin kennenzulernen und zu erobern? Und deine Antwort war, ja, auf jeden Fall. Ganz klar. Und das kann man natürlich schwer quantifizieren. So, bringt es dir direkt die Partnerin oder bringt es dir eine Partnerin nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren? Wieso hast du gesagt, ja, das Coaching hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, meine jetzige Partnerin kennenzulernen und mit ihr zusammen zu sein? Mehrere Faktoren, die dazu geführt haben. Zunächst mal wäre es sicherlich nicht mal zu der Situation gekommen, dass wir ein Verhältnis miteinander beginnen, wenn ich damals nicht das Coaching vorher von dir gehabt hätte. Das war, wie lange ist das her dann da? Also Coaching und sie kennenlernen oder in einer Dating-Situation sie zu haben, das bedeutet, das war ein Dreivierteljahr oder so Unterschied. Und wenn ich von dir damals gewisse situative Tipps nicht bekommen hätte in Bezug auf Kommunikation, in Bezug darauf, wie gehe ich mit einer Frau in so einer Situation um, was kann ich an mir selber verbessern. Wenn ich das alles von dir nicht gehabt hätte, dann wäre es überhaupt nie so weit gekommen, dass ich in eine Dating-Situation mit der Frau gekommen wäre, weil die Kommunikation vorher relativ schwierig auch war, weil sie eben aus einem anderen Kulturkreis stammt und da gewisse Signale, in Anführungszeichen, die ich von ihr gekriegt habe oder meine gekriegt zu haben, für mein Kulturverständnis nicht gepasst haben. Und hast du dafür ein Beispiel, wie diese Signale und diese Situation ausgesehen haben? Ja, wo wir eine Dating-Situation hatten, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich das schon gespürt, dass sie sehr körperlich wird, also so die Nähe zu mir sucht, aber die Kommunikation auf verbaler Ebene hat überhaupt nicht hingehauen. So dieses, erzähl mal ein bisschen was über dich, erzähl mal ein bisschen was von deinen Hobbys. Und da kam relative Kälte zurück sogar, wo ich mir gedacht habe, was ist jetzt hier los? Das passt irgendwie nicht. Auch so die Art und Weise, wie sie eben physisch reagiert und wie sie verbal reagiert. Total verwirrend. Und aus der Coaching-Situation habe ich mir dann aber gedacht, so, nö, du bist zwar irgendwie seltsam, aber bleibe ich halt trotzdem mal irgendwie dran, weil nehmen wir das jetzt einfach mal so und gucken mal, wohin das führt. Mhm. Und auch in dem weiteren Verlauf dann, wir kannten uns, wir haben uns immer wieder getroffen, so dieses, dass sich daraus eine Beziehung entwickelt. Das kam eben eines Tages dann so. Allerdings durch das Coaching hatte ich dann eben auch eine gewisse Entspanntheit in der Situation, dass ich Sachen nicht forciert habe oder dass ich zwischendrin auch mal meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse geäußert habe, auch mit dem Zusatz, wenn wir das gemeinsam so nicht hinbekommen, möglicherweise ist es dann auch besser, wenn wir getrennte Wege gehen ab einem gewissen Punkt. So diese Freiheit für mich, das auch ausdrücken zu können, diese Sicherheit, dass das geht und dass das auch wichtig ist, dass man sowas kommuniziert, die hätte ich ohne das Coaching nicht gehabt. Man kann das zwar auch irgendwie irgendwo lesen, dass das so ist und dass das so funktioniert, nur der große Vorteil des Coachings ist ja, dass ich mich mit euch austauschen konnte über gewisse Situationen. Wie ist dieses Gespräch verlaufen? Wie ist mein emotionaler Zustand in dem und dem Fall? Und gespiegelt zu bekommen, dann, was denke ich in dieser Situation, was fehlt mir da vielleicht, wo müsste ich meinen Fokus anders verlagern, wo muss ich Glaubenssätze möglicherweise auflösen. Diese ganze Nacharbeit dann auch, sowas kriege ich nicht von Videos schauen oder Bücher lesen. Das kann mir wirklich nur ein Coach persönlich liefern. Mhm. Ja, ich erinnere mich sogar der Moment, wo du sie das erste Mal geküsst hast. Hast du gesagt, früher hättest du dich das in dem Moment
nicht so getraut. Und dann hast du einfach entschieden, doch, ich mach's jetzt. Ja, genau. Weil wir vorher über solche Situationen gesprochen haben und du damals sagtest, wenn es solche 50-50-Situationen gibt, wo du dir vielleicht nicht hundertprozentig sicher bist, passt das jetzt oder passt das nicht, dann mach es. Mach es. Anstatt die gesamte Situation zu zerdenken und sich später zu fragen, wie hätte es denn vielleicht sein können, mach es. Ja. Und genau so eine Situation hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir uns das erste Mal geküsst haben, weil eben kommunikativ bis zu diesem Zeitpunkt nichts wirklich darauf hingedeutet hat. Aber nachher quasi es völlig klar war, dass es genau darauf hinauslaufen sollte. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie diese Basics, das ist, was ich meinte, diese Basics, die sind zeitlos. Das ist nichts, was, wo wir die Weisheit erkannt haben, sondern das wissen Menschen, das wissen vor allem die Menschen, die den Planeten irgendwann verlassen. Also ich spreche immer wieder von den fünf Top 5 Regrets of the Dying von dem Buch von Bronnie Ware, weil diese Dinge, die wir bereuen, wenn wir irgendwann mal gehen, das sind genau diese Momente. Wir bereuen nicht, dass wir etwas probiert haben. Wir bereuen nicht, dass wir uns getraut haben, dass wir Dinge auch mal am Schopfe gepackt haben und gesagt haben, komm, ob es klappt oder nicht klappt, ich probiere es einfach mal. Das bereuen wir nicht. Wir bereuen immer die Dinge, wo wir uns zurückgehalten haben, wo wir gesagt haben, lieber nicht, wo wir gezweifelt haben und gezögert haben. Das sind die Dinge, die wir bereuen. Da hat noch nie jemand gesagt, ich wünschte, ich hätte in meinem Leben mehr gezögert und mehr gezweifelt. Noch nie. Ne? Aber wenn wir natürlich in der Situation sind, dann denken wir da nicht daran, dann denken wir nicht an die Weisheit der Alten, dann denken wir an gar nichts, an die Angst. Sie übernimmt unseren Körper, sie übernimmt unseren ganzen Organismus. Und lässt uns dann nicht handeln. Es sei denn, wir gehen es Stück für Stück an. Progressiv, langsam. Und auch nicht von einem aufs nächste. Also du hast jetzt auch einige Beispiele genannt, wo wir gemeinsam rausgegangen sind und du Menschen kennengelernt hast, Frauen angesprochen hast und so weiter. Das war ja nicht Aufgabe von Tag 1. Das hätte gar nicht funktioniert, an Tag 1 direkt hier hohe Erwartungen, mach. Sondern erstmal ging es um uns selber, um dich, um das Selbstbewusstsein, um die Fertigkeiten in der Kommunikation, die wir ja heute in der Flirt Masterclass ja an erster Stelle stehen haben, eben weil sich das so sehr gezeigt hat, wie wichtig es ist, eben nicht zu versuchen, die Frau von sich zu überzeugen, sondern dass es erstmal nicht wichtig ist, sondern dass es wichtig ist, witzig zu sein. So, der Begriff war nämlich in meinem Kopf, dass Humor erstmal das Wichtigste ist in allen Lebenslagen. So, wenn wir Sachen mit Leichtigkeit nehmen, dann flutscht alles schon mal einfach leichter. Ne? Und dann funktioniert auch die Kommunikation mit dem Chef besser. So, super viele Männer bei uns im Coaching erzählen ja auch, ja, ich habe dann den Job bekommen oder ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen oder sowas. Ich weiß, dass das nicht das ist, was du jetzt, wenn du die Folge hörst, irgendwie als relevant siehst. Ja, was interessiert mich das denn? Es geht mir um Freundin finden. Das ist doch der Freundin finden Podcast. Aber du musst verstehen, das kommt Hand in Hand, weil Leichtigkeit, Kommunikation, wenn wir denken, es betrifft nur diese eine Frau, hier muss ich mich so verhalten. Und in allen anderen Lebenslagen, da ist das egal, da betrifft es das nicht. Dann haben wir es nicht verstanden. Deswegen klappt es ja nicht. Deswegen hast du immer wieder dieselben Situationen, weil du all deine Hoffnung auf diese eine Frau legst, auf diese eine Folge, auf diesen einen Tipp, auf dieses eine Video legst. Und das ist nicht, was dich zum Erfolg führt, sondern der Leitfaden und das Dranbleiben, auch wenn du dann das Gefühl hast, es endlich geschafft zu haben, nein, zu realisieren, was gibt es denn zu schaffen? Die Freundin zu bekommen, ist nicht das Ende der Reise. Das ist nicht mal der Anfang der Reise. Es ist einfach eine wunderschöne Zwischenstation, wo ihr gemeinsam die Aussicht genießen könnt und ab dem Zeitpunkt gemeinsam weiter reisen dürft, gemeinsam weiter wachsen dürft. Das Wachstum hört dann nicht auf einmal auf. Das ist nicht Mittel zum Zweck. Ne? Das ist so wichtig. Absolut, hast du vollkommen recht. Und da fällt mir auch wieder ein Satz ein, der sich mir damals auch eingeprägt hat, den du von Anfang an zu mir immer gesagt hast, weil ich auch so von der ungeduldigen Sorte war und immer gedacht habe, ja okay, wo führt das jetzt hin? Warum machen wir jetzt das? Warum nach 2-3 Wochen noch kein Erfolg so ungefähr? Du hast immer gesagt von Anfang an, vertraue dem Prozess. Und der Prozess ist nach wie vor eigentlich im Gange.
weil ich das auch nie für mich dann, nachdem ich euer Coaching beendet habe, für beendet gesehen habe, sondern mir gedacht habe, das ist jetzt ein sehr schöner Auftakt und das war eine sehr hilfreiche Zeit. Nur muss ich trotzdem weiter dranbleiben, um da nicht etwas schleifen zu lassen oder in alte Glaubenssätze zurückzufallen. Das ist ja dann direkt unser Ego, was dann jede Chance nutzt, nachdem wir eine Zeit lang uns auf einem Weg der Veränderung, des Wachstums begeben haben, dass unser Ego dann gerne sagt: So, ja, okay, hier ist gerade Pause, lass mal wieder, hier ist ein altes Muster, guck mal, ist sogar mit Zitronengeschmack. So, lass doch das mal wieder anfangen. Und Ego ist eigentlich genau auch das Stichwort gerade so, du hast nämlich vorhin noch gesagt, so, als du sie dann geküsst hast oder bevor du sie geküsst hast, oder beziehungsweise jetzt dann im Nachhinein so, da hat nichts drauf hingedeutet. Und das ist halt auch so. So unser Ego, was dann halt so, das Ego fragt immer nach, wie soll ich das denn machen? So, aber das ist halt die falsche Frage. Also das nutzt das Ego halt, weil es halt mit der Frage wie immer nur auf Erfahrung zurückgreifen kann. So die Frage nach dem Wie ist eine Frage so, okay, ich hab sämtliche Methoden in meinem Kopf oder sämtliche Wege, wie ich das erreichen könnte, wie ich sie jetzt zum Beispiel küssen könnte oder wie es dann auch weitergehen könnte mit ihr. Und das ist halt alles in der Vergangenheit, weil in der Vergangenheit hat es ja nicht geklappt. Und deswegen sind wir dann auch so frustriert oder versuchen halt dann nochmal Sachen, die in der Vergangenheit schon nicht geklappt haben und haben halt immer wieder die gleichen Ergebnisse. Also die Frage nach dem Wie ist halt nicht ist nicht die richtige Frage, sondern die Frage nach dem Was oder wer will ich denn sein? Will ich am Ende des Tages, am Ende des Lebens derjenige sein, der gezögert hat oder der einfach mal gemacht hat? Und das ist dann genauso genau dann die Erfahrung, die du dann auch machst. So, im Vorfeld hat nichts darauf hingedeutet, eigentlich, so aus meiner damaligen Perspektive, dass ich sie jetzt küssen könnte. Aber dann hast du es gemacht und dann fällst du wie Schuppen von den Augen. Und natürlich macht total Sinn, dass sie von mir geküsst werden wollte. Absolut. So, weil halt das Ego blockiert und sagt, wie soll das denn gehen? Zeig mir Beweise. Aber dann suchen wir halt auch Beweise dafür, dass es nicht geht. So, also genauso, wenn du 50-50 Chance hast, wie Andi dir gesagt hat, dann mach mal. Welche nächsten Kapitel stehen für dich mit deiner Partnerin an? Ja, das war jetzt bisher immer schwer in Kapiteln zu denken, weil sie sich selber auch noch in einem Prozess befunden hat. Und ja, das nächste Kapitel, jetzt wo sie ihr Studium beendet hat, wäre dann mal die Frage, wie sieht das dann aus, bezüglich Zusammenleben, weil sich jetzt dann mal herauskristallisiert, wo sie aufgrund einer festen Tätigkeit auch die nächsten paar Jahre ihres Lebens verbringen wird. Und gut, ich bin ja nie wirklich dauerhaft irgendwo an einem Ort aufgrund meiner Tätigkeit. Das heißt, ich bin die ganze Zeit immer irgendwo unterwegs. Und da ist jetzt dann halt die Frage, nehmen wir uns irgendwann mal zusammen eine Wohnung? Werde ich vielleicht meinen Lebensmittelpunkt wechseln oder werde ich das vielleicht auch nicht tun? Und wir werden einfach weiterhin eine also Fernbeziehung führen, was für uns in den letzten paar Jahren sehr gut funktioniert hat. Ihr seid jetzt gerade wieder zusammen am selben Ort. Wir sind jetzt gerade aktuell am selben Ort, weil wir quasi Urlaub machen gemeinsam. Und das wird sich aber nur für 3, 4 Tage halten. Und danach wird sie wieder an einem anderen Ort arbeiten. Ich werde an einem anderen Ort arbeiten und dann sehen wir uns wieder 3 Wochen lang nicht. Das wird in einer gewissen Form auch die nächsten paar Jahre so bleiben. Weil Wie meine lange seid ihr Tätigkeit jetzt? überhaupt. Wir sind jetzt seit über 5 Jahren zusammen. Das war bei mir ja mit meiner Verlobten ebenfalls für eine lange Zeit so mit Fernbeziehung. Muss auch überlegen, ab wann wir wirklich zusammengezogen sind. Wir haben uns 2014 kennengelernt und wir sind 2022 oder 21 zusammengezogen. Ja, also ja, ungefähr nach 7 Jahren. Ebenfalls, in unterschiedlichen Ländern sogar. Ne? Deutschland in unterschiedlichen Städten, dann hat sie auch mal in Spanien gewohnt, also dann sogar in unterschiedlichen Ländern. Und letztlich hätte ich es niemals anders gemacht. Also das ist für viele nicht leicht zu verstehen, wieso man so lange eine Fernbeziehung führt. Aber es gibt dir natürlich auch wirklich. Es testet halt wirklich auch eure Beziehungsfähigkeit.
So seid ihr, weil das ist eine harte Zeit, ist eine taffe Zeit. Und wenn man die hinkriegt, dann hat man echt auch was gelernt über seine eigene Bindungsfähigkeit und auch, wie sehr es mit dieser einen Frau dann auch klappt. Ich meine, das Ziel ist natürlich für den Rest des Lebens in den meisten unserer Fällen. Und da lernst du einfach extrem viel. Was nicht heißt, dass ich das jedem empfehle. Ich sage nur, wenn es aufgrund eurer Berufe so ist, dann ist das auch machbar. Ist nicht unmöglich, wenn du weißt, dass diese Balance wichtig ist, von seiner eigenen Mission folgen und gleichzeitig natürlich zu versuchen, dass man es zum Laufen bringt mit der Frau, die man liebt, weil man sie liebt. Braucht ein großes Maß an Vertrauen, an gegenseitigem Vertrauen. Weil man sich ja sehr, sehr häufig lange dann auch nicht sieht. Also es kann mal ein Monat, mal zwei Monate auch sein. Gut, wir bringen das immer hin, dass gerade wenn ich irgendwo an einem festen Ort im Ausland arbeite, dass sie dann mal für ein paar Tage dahin kommt. Aber dennoch braucht von ihrer Seite ein großes Vertrauen, braucht von meiner Seite ein großes Vertrauen, dass man einfach nicht die ganze Zeit dem anderen auch kontrollierend hinterherläuft, sondern dass man trotzdem, trotz der Distanz einfach miteinander ist, ohne dass das irgendeine Rolle spielt. Dass das einfach von vornherein gesetzt ist, von beiden Seiten. Ja, das ist jetzt so. Wir haben uns ja auch nicht anders kennengelernt. War ja damals im Endeffekt schon so. Und dass man dann aber auch so gelassen bleibt und sagt, hey, wir vertrauen uns, alles okay. Wundervoll. Na, ich wünsche dir da bei diesen nächsten Kapiteln alles Glück und die Zuversicht, die du schon hast, weiterhin auf der Welt. Für diejenigen, die sagen, boah, das ist genau der Weg, den ich auch einschreiten möchte. Ich hätte gerne die innere Einstellung, dass ich eine Partnerin anziehen kann, ohne dass ich mich selber dabei vernachlässige oder dass ich versuche, irgendeinem Ideal hinterher zu hechten, sondern ich will, dass es langfristig funktioniert. Ich möchte einen nachhaltigen roten Faden finden, damit ich mich zu diesem Mann entwickeln kann. Diese Version 2.0 von mir, diese Version 10.0 von mir sogar. Welcher Weg du dafür einschlagen solltest, welchen Weg du dafür einschlagen solltest, da würde ich gerne gleich noch von dir vielleicht den einen Impuls hören, den du mitgeben kannst. Ich weiß, dass du deine Worte auch immer sehr sorgfältig und sehr bedacht wählst. Ich weiß, dass du da auch einen tollen Impuls für die Männer hast. Für jeden, der nicht weiß, wie dieser Leitfaden aussieht oder wo er überhaupt beginnen soll, wie das ja ähnlich bei dir der Fall war, dafür kannst du auf www.flirtanalyse.de gehen. Da ist deine kostenlose Flirttyp- und Charisma-Analyse, wo du herausfindest, was dein Flirttyp ist, was deine nächsten Schritte sind und wo wir dir diesen Weg ganz klar mitgeben, mit dem du dann die nächsten Schritte alleine oder mit uns gehen kannst. Und da laden wir dich sehr herzlich dazu ein, zu diesem kostenlosen Analysegespräch. Und jetzt interessiert mich dein Impuls, Michael. Welcher für dein, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt gerade 40. 40. So, wir haben uns zum ersten Coaching 2016, glaube ich, getroffen. Das heißt, so ist es. Vor 8 Jahren, da warst du 32. So, welchen von Herzen gemeinten Impuls würdest du deinem 32-jährigen Ich geben, wenn wir uns niemals kennengelernt hätten? Das ist eine sehr gute Frage. Der Impuls für mein 32-jähriges Ich. Es ist für mich ein bisschen schwer vorstellbar, dass wir uns nie kennengelernt haben und welchen Impuls ich dann demjenigen geben soll, wenn ich keine Person damals direkt gehabt hätte, die ich meinem Ich hätte empfehlen können. Nur mein Impuls aus heutiger Sicht lautet definitiv, probiere für eine gewisse Zeit einen gewissen Geldbetrag in die Hand zu nehmen, um an dir selber zu arbeiten, um in dich selber zu investieren, um ein persönliches Coaching auszuprobieren, um zu sehen, ob es in irgendeiner Form etwas für dich zum Besseren verändern kann. Denn ich kann in der Retro,
Perspektive sagen, dass es für mich etwas Positives verändert hat und dass die Investition, die ich damals getätigt habe, die auch gar nicht mal so groß war im Vergleich zu dem, was ich dann dadurch erreicht habe mit meinem Studentenbudget damals, dass es das absolut wert gewesen ist und ich ansonsten wahrscheinlich noch viele, viele Jahre verloren hätte und auch viele schöne Geschichten zwischendrin und viele schöne Episoden nicht erlebt hätte. Michael, vielen Dank für deine Zeit und deine inspirierenden Worte. Dominik, hast du noch eine Frage, die ich vielleicht gerade vergessen habe? Nee, tatsächlich nicht. Also ich find den letzten Impuls auch nochmal gerade sehr schön, weil das schließt den Kreis nochmal zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. So, wir haben halt einfach Blindspots, und es ist halt auch eine Zeitersparnis, ne, wenn wir jemanden drüber schauen lassen. Und du warst es dir selber damals wert, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr leiden. Und das ist eine gute Eigenschaft. Also es ist nichts Nobles daran, zu leiden, weiter zu, es irgendwie selber zu probieren, irgendwie. Ja, also wir bekommen am Ende des Lebens keinen Pokal davon, dass wir so maximal groß gelitten haben und stark gelitten haben. Das interessiert niemanden am Ende unseres Lebens. Was aber halt viel schöner wäre am Ende unseres Lebens, wäre doch natürlich, wenn wir da einfach umgeben sind von Menschen, die wir lieben, die uns lieben. Und ja, das ist halt mit nichts anderem aufzuwiegen. Und das für unser Leid interessiert sich niemand. Es ist eher schöner, wenn Menschen sich mit uns freuen können. Und das ist eigentlich ein schöner Abschluss, den du da gesagt hast, Michael. Danke für deine Zeit von mir. Und auch für dich, war vorsichtig. Genau, Michi. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Michi. Freue mich immer wieder von dir zu hören und zu erfahren, wie die Reise weitergeht. Liebe Grüße an deine Freundin. Dankeschön, richtig aus. War schön, euch beide auch mal wieder gesehen zu haben, mit euch ein bisschen zu plaudern. Und ich habe die Zeit mit euch ja in sehr, sehr guter, immer präsenter Erinnerung, weil ich weiß, dass was heutzutage so läuft, hätte ohne euch, ohne diese Zwischenepisode mit Authentic Charisma nicht stattfinden können. Ich frage mich auch immer so, wie geht es euch so? Wie läuft es? Wie läuft euer Business? Und ich wünsche euch zu aller Zeit, dass das weiterhin gut und erfolgreich läuft. Dankeschön. Weil ihr eben so eine, für mich persönlich eine Ausnahme bildet zu all den anderen, die einfach sagen, ey, da musst du das, lerne diese drei Schritte und du bist dieses und jenes. Ja, das habe ich halt als etwas intensiver und etwas ausführlicher erfahren und das fand ich auch sehr schön so. Danke dir. Ich kann die warmen Worte zu der Beziehung, die wir auch dadurch miteinander noch entwickelt haben, nur bestätigen. Hat mich immer wieder gefreut, dich auch wieder zu sehen nach den Jahren. Wir haben uns ja vor ein paar Jahren dann auch noch mal gesehen hier in Zypern. So, gerne noch mal. Und mit den Worten nicht nur an dich, sondern auch an die Zuschauer noch mal und auch noch mal an dich. Allerseits fahrt vorsichtig.